Wie prüft man die Erregerwicklung eines Drehstromgenerators auf Masseschluss? Der Film zeigt die Messung und erläutert die Vorgehensweise. In den Messungen verbinden wir das Multimeter mit der schwarzen Minusleitung an den Massering der Ständerwicklung. Die Plusleitung des Ohmmeters schließen wir an den jeweiligen Phasen an. In diesem Bild sehen wir nun, dass das Messgerät einen Widerstand von 25 Ohm anzeigt. Das bedeutet, dass die gemessene Phase Verbindung zum Massering hat. Der Generator ist defekt. In diesem Bild sehen wir nun, dass das Messgerät einen unendlich großen Widerstand anzeigt. Im Display steht OL. OL steht für offene Leitung.